Der Auftritt von Miley Cyrus bei den MTV Video Music Awards war schon ziemlich gewagt. Doch das war noch gar nichts. Denn Miley legte jetzt mit ihrem neuen Video zu Wrecking Ball noch eins obendrauf. In dem Clip, der jetzt bei Promi-Blogger Paris Hilton Premiere feierte, sehen wir Miley nackt auf einer Abrissbirne reiten. Alles natürlich ganz ästhetisch. Denn niemand Geringeres als Lady Gagas Lieblingsfotograf Terry Richardson hat Miley hier in Szene gesetzt. Die 20-Jährige singt von einer großen Liebe, die sie zerstört hat. Und entsprechend wird auch die Kulisse zertrümmert. Miley Cyrus hat nun aber ein Problem. Nachdem sie sich komplett nackig gemacht hat, kann sie das jetzt nicht mehr toppen.